Kennst du die Sage vom fliegenden Holländer? Oh, nee? Kennst du denn wenigstens die Achterbahn dazu? Auch nicht? Ja dann hallo, ich bin Alex aka Spezi und auf diesem Kanal findest du alles mögliche zu Freizeitparks, Achterbahnen und alle möglichen, was damit zu tun hat. Wenn du mehr über all das erfahren willst, dann abonniere auf jeden Fall schon mal und ja, gib auch mal schon mal ein Like. Komm, es ist ein Klick und es bedeutet mir viel mehr, als dir jemals klar sein könnte. Und heute stelle ich euch den fliegenden Holländer im Efteling vor und ja, rede darüber, warum ich finde, dass das eine der genialsten Attraktionen ist, die es irgendwo auf der Welt gibt. Viel Spaß! Vorweg möchte ich noch kurz sagen, dass ich diese Bahn nur ein einziges Mal gefahren bin, und zwar die alte Version davon. Mittlerweile gab es da schon eine Renovierung, es wurde eine neue Szene hinzugefügt, aber ich habe das alles schon mal, also auf Onrides und so weiter gesehen und sieht schon echt cool aus. Einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, wenn ich über irgendwas rede, was vielleicht gar nicht mehr in der Bahn ist. Die Sage vom fliegenden Holländer, zumindest die von der Attraktion, ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Legende ist, die besagt, dass Wilhelm von der Decke oder Wilhelm van der Decken, Wilhelm von der Decke. An meiner Decke ist es nicht. Ha! Comedy Gold! Dass er an Ostern in einen Sturm geschippert ist, obwohl an Ostern keine Schiffe auslaufen dürfen. Und ja, wegen einigen Sachen. Der hat auch wohl irgendwie ein bisschen Schmuggel betrieben. Und jetzt ist er verflucht in seinem Schiff, der Holländer, die jetzt irgendwie fliegt und deswegen der fliegende Holländer ist. Ist er verflucht, auf ewig die 7 Weltmeere zu beschiffen. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu wissen muss. Und Efteling, der größte Park in den Niederlanden, flächentechnisch und auch bekanntheitsmäßig, also den kennt man wirklich überall auf der Welt, hat sich entschieden, zu dieser Legende eine Attraktion zu machen. Und zwar einen Hybrid aus Dark Ride, also einer Themenfahrt, und einem Watercoaster. Die Genialität beginnt meiner Meinung nach schon, wenn man einfach nur an der Attraktion entlangläuft. Zuerst einmal, die Fassade sieht unfassbar cool aus. Also es ist wirklich detailverliebt bis zum geht nicht mehr. Also wirklich, es ist nichts unthematisiert, außer wenn man hier von Baron kommt. Ich weiß nicht, ob ich Footage dazu finde, aber da sieht man so eine kahle Wand. Aber ja, das ist ja nicht die Main-Fassade so. Und auch das Visual mit den Booten, die immer wieder aus dem Turm rauskommen und dann in den See splashen, ist auch mega, mega cool. Und begleitet wird das alles von einem Soundtrack, den ihr vielleicht jetzt gerade hinten im Video hört, wenn Efteling nicht dann das Video runternimmt oder demonetarisiert. Aber ja, haben sie bei den letzten Sachen, wo ich den Soundtrack verwendet habe, auch nicht gemacht. Und allein dieser Soundtrack, ich könnte stundenlang darüber schwärmen, vor allem das, was ihr jetzt vermutlich gerade noch im Hintergrund hört, dieses Hafenthema ist so schön atmosphärisch, so leicht piratisch, aber jetzt nicht zu Pirates of the Caribbean mäßig. Und ja, es ist einfach aufheiternd. Ironischerweise, obwohl die Story von der Attraktion eigentlich relativ dark ist. Aber ich höre die manchmal einfach so nebenbei. Das ist so ein geiles, also es ist einer der schönsten, atmosphärischsten Soundtracks von einem Freizeitpark. Aber wie mit so vielen, wenn man es fahren will in einem Freizeitpark, muss man sich erstmal anstellen. Und die Queue, also die Warteschlange, da habe ich eine Sache erstmal zu meckern, denn man startet draußen vorm Haus in Switchbacks. Also es geht einfach nur vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und da ist wenig Thematisierung, abgesehen von der Fassade halt. Und auch wenig Schatten im Sommer. Also es gibt ein paar Bäume, aber viel, also als ich da stand, es war noch zum Glück noch nicht richtig Sommer, es war irgendwie im Frühling. Und da wurde es aber auch, war teilweise schon ein bisschen unangenehm. Aber abgesehen davon ist die Queue echt mega cool. Also es ist genauso atmosphärisch wie der Soundtrack. Der Soundtrack ändert sich auch. Also man hört dann auch andere Sachen. Das wird ein bisschen ominöser. Man geht in dieses Haus von Wilhelm von der Decken rein und kann ihn manchmal in diesem Spiegel sehen. Dann guckt er so raus, so ganz komisches Gesicht, das wir auch nochmal später im Ride sehen werden. Und in der Bibliothek, meine ich zumindest, dass das die Bibliothek ist, laufen wir durch ein riesiges Gemälde von einem Schiff, das zerrissen ist, und kommen in den Schmuggeltunnel, in den er ganz viel Ware geschmuggelt hat und Gold. Und das sehen wir auch an den Seiten vom Tunnel. Also kann man so durchgucken, irgendwie oben, es steht irgendwas in Flammen. Da weiß ich nicht ganz genau, wie die Geschichte ist. Aber auch das ist wirklich, also es sieht einfach aus wie so ein Schmuggeltunnel. Es sieht nicht aus wie eine Warteschlange in einem Freizeitpark. Also doch, die Leute stehen da halt. Aber wenn die nicht wären, könnte das echt, keine Ahnung, irgendwie so eine Nachbildung in einem Museum von irgendwas sein. Gleiches gilt auch für das, was danach kommt. Man geht nämlich hoch und landet in der Stadt bzw. im Hafen. Und man geht durch so ein paar, ja, durch so ein paar Häuser durch, beziehungsweise Läden oder so. Und kann schon nach draußen durch Fenster ein bisschen die Station erblicken. Und diese Station, holy moly, das ist wirklich die beste Station in einer Achterbahn
jemals. Könnt mir nicht erzählen, also Teutates hat ja diese coolen Lichter und so weiter, aber trotzdem, keine einzige Achterbahnstation ist so cool. Irgendwie haben sie es geschafft, den Himmel wirklich so, also die Decke wirklich so zu machen, dass es einfach schwarz aussieht wie ein Nachthimmel. Man sieht so ein bisschen Licht von außen, wo die Boote wieder reinkommen, aber die Fassaden und die Musik spielen so gut zusammen. Es wirkt alles so kohärent. Es sieht wirklich einfach aus wie irgendein Dock in einem Hafen, wo halt Schiffe ankommen und langfahren. Es stehen halt sehr viele Leute für die Schiffe an. Aber abgesehen davon ist das unfassbar gut gemacht und einfach komplett immersiv. Man fühlt sich einfach wirklich wie in so einer, ja, wie in so einem kleinen Dock. Man ist gerade aus diesem Haus, wo man reingekommen ist, durch so einen Schmuggeltunnel in die Stadt gekommen und fährt jetzt raus aufs Meer. Und um das zu machen, brauchen wir natürlich ein Schiff. Haha. Heute König der Überleitung, aber sowas von. Diese Boote sind meiner Meinung nach eine der nicht so tollen Sachen am Ride. Also sie sehen cool aus, keine Frage. Diese Laterne vorne dran, die von dem Löwen im Maul gehalten wird, sieht einfach mega cool aus. Hat auch nachher noch einen sehr guten Effekt. Dazu kommen wir aber später. Allerdings finde ich die Boote relativ unbequem. Und zwar ist die Rückenlehne nicht irgendwie in einem Winkel oder so. Also sie ist in einem Winkel, aber sie ist halt in einem rechten Winkel. Deswegen sitzt man irgendwie ein bisschen zu aufrecht, meinem Gefühl nach. Das wird nachher im Ride noch ein bisschen wichtiger, wenn man auf dem Lift steht, beziehungsweise den Lift hochgezogen wird. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz okay. Man hat Lapbars, die mir eigentlich nicht großartig in Erinnerung geblieben sind, was meiner Meinung nach bei Achterbahnbügeln immer eine gute Sache ist. Wenn man einfach nicht bemerkt, dann heißt es ja, dass sie offenbar nicht schmerzhaft waren oder irgendwas in die Richtung. Und aus dem eben erwähnten Hafen mit den Häuserfassaden fahren wir raus, auch zu den Docks, und wir haben zwei Schiffe zu unseren Seiten. Es sind keine Animatronics vorhanden von irgendwelchen Seeleuten oder so, aber es wird einfach nur ein Eimer von einem Schiff nach oben gezogen und allein das verleiht dieser Szene schon so viel Leben. Man hat wirklich das Gefühl so, ja, wir fahren jetzt gerade aus der Stadt raus, so durch den Hafen, dann öffnet sich so ein Tor vor einem, das ist jetzt natürlich, kann man sagen, ja, Hafenmauern oder so, das ist jetzt auch nicht, da habe ich jetzt nicht groß drauf geachtet, das hinterfragt man nicht großartig. Und in der nächsten Szene erkennt man schon so ein bisschen die Genialität, die ich in diesem Ride sehe. Und zwar ist es fast stockdunkel, bis auf so ein paar Lichter, die halt Sterne simulieren, und du hörst nichts außer dem Soundtrack, der auch so ganz ominös, ganz mysteriös ist. Und du siehst einfach nichts außer diesen Sternen. Du hörst das Wasser einmal vom Sounddesign her im Soundtrack. Du hörst eine Möwe weit entfernt rufen. Und du hast wirklich das Gefühl, du bist gerade mitten in der Nacht auf dem Meer. Und du weißt nicht, was gleich passiert. Du weißt nur, irgendwie was Gruseliges wird passieren. Und diese Atmosphäre erweitert sich noch. Nämlich im nächsten Raum ist das, glaube ich, sogar, kommt der Nebel dazu. Und zwar richtig dicker Nebel. Das Sounddesign ist immer noch ähnlich. Also die Musik hat sich nicht großartig verändert. Es ist immer noch, ja, sehr ominös. Und man sieht einfach nur, habe ich gerade eben vergessen zu erwähnen, man sieht halt immer noch diese Laterne vorne im Boot, die leuchtet die ganze Zeit. Und in dieser dritten Szene sieht man einfach nur, wie langsam der Nebel so über den Bug des Schiffes kriecht. Dieses Bild kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf raus. Das ist so geil mit dem Sounddesign. Und es ist so atmosphärisch. Wie gesagt, du hast wirklich das Gefühl, oh scheiße, wir kommen jetzt hier in ganz dichte Sicht, also jetzt irgendwas ist hier anscheinend los. Und dann kommt die vierte Szene, die wurde tatsächlich, seitdem ich das letzte Mal drin war, überarbeitet. Die hatte vorher einige interessante, allerdings nicht sehr verlässliche Effekte. Also zum Beispiel irgendwie so ein Regenvorhang, auf den irgendwas projiziert werden sollte oder so. Und da das irgendwie nie funktioniert hat, zum Beispiel auch bei mir nicht, haben sie jetzt einfach da drei Schiffwracks hingestellt, wo die Galionsfiguren von Blitzen erleuchtet werden. Was auf Videos zumindest ziemlich cool aussieht und auf World of Wonders, dem Server, dem Minecraft-Server, auch sehr cool wirkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich das Gefühl vermittelt, oha, okay, jetzt wird's langsam ernst, was passiert hier? Wir sind anscheinend irgendwie in einem Schiffsfriedhof oder so. Und dann gibt's einen kurzen Moment der Stille, die Musik baut auf und vor einem sieht man den fliegenden Holländer. Die Galionsfigur, den Löwen vorne dran, der irgendwie aufleuchtet, und man hört den Captain nur böse lachen. Und dann hat man einen ganz kleinen Lift und einen relativ kleinen Drop und fällt quasi in den Bug der Holländer, glaube ich. Also des Holländers? Keine Ahnung. Man sagt doch eigentlich, Schiffe sind doch immer feminin. Ach, keine Ahnung. An der Stelle hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass man irgendwie, vielleicht mit einer Projektion oder so, den Geist von Wilhelm von der Decke oder Wilhelm von der Decke. Das klingt irgendwie so wie Carlsson vom Dach. Das klingt irgendwie wie so ein Märchen.
Naja, passt ja zu Efteling. Da hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass man ihn irgendwie in so einer Geistform mit einer Projektion irgendwie an der Reling vom Schiff stehen sieht. Und halt, weil man hört ihn ja irgendwas sagen auf Niederländisch. Ich lerne gerade Niederländisch, deswegen weiß ich nicht genau, was er sagt. Aber dass man halt so ein bisschen hat so, oh, der Typ ist das jetzt. Aber zurück, wo wir waren. Wir stehen jetzt auf dem Lift, 45 Grad Winkel. Da kommt wirklich so ein bisschen der Rücken ein bisschen zum, ja, es ist ein bisschen unbequem, wie gesagt, die Sitze sind nicht das bequemste der Welt. Aber man bleibt nicht lange stehen, nämlich vor einem leuchtet dann, ja, eine Zeichnung oder ich weiß nicht genau, was das sein soll, halt eine Zeichnung von Wilhelm von der Decke auf und das verschwimmt dann und dahinter kommt dann halt so ein Totenschädel raus. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das, was das darstellen soll oder so und der lacht halt wieder böse. Und da muss ich auch wieder sagen, um den Lift rum, also abgesehen davon, ist der Lift leider auch nicht so gut thematisiert. Klar, die anderen Räume vorher waren auch nicht der Banger von der Thematisierung her. Halt, die haben gut mit der Dunkelheit gespielt. Aber hier hast du halt eben zum einen durch die Effekte, zum anderen dadurch, dass halt oben eine Tür ist, die halt nicht komplett das Licht raushalten kann, hast du halt eben nicht komplette Dunkelheit. Dann wäre das auch in Ordnung. Aber da, finde ich, hätte man vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwie wie das Innere von einem Schiffsbauch, also so einen Schiffsbauch von innen nachmachen können. Keine Ahnung, vielleicht hat es auch einfach am Budget gemangelt. Nachdem Herr von der Decken böse gelacht hat, werden wir den Lift hochgezogen und oben ist noch so eine andere Projektion, die als ich da war auch nicht funktioniert hat, wo halt einfach so ja, Sprühnebel, so Mist, also das ist eigentlich Wassernebel gemacht wird und darauf wird halt die Silhouette von einem Captain an einem Steuerrad projiziert und Wilhelm von der Decke sagt schon wieder irgendwas auf Niederländisch, was ich dementsprechend nicht verstehe. Und dann geht's raus in die Coaster Portion. Man hat halt den Drop, der nicht krass ist. Also die ganze Coaster Portion ist eigentlich jetzt nichts, wovor man groß Angst haben müsste. Dieser Hügel könnte natürlich, wenn man ihn mit mehr Geschwindigkeit durchfahren würde, krasse Airtime geben. Macht er aber nicht. Dann hat man so einen Overbank Turn und dann einen kleinen Hopper in den Midcourse Break Run. Dann hat man nochmal eine Kurve, hat nochmal einen kleinen Hopser ins Wasser rein und man wird jetzt nicht großartig nass. Finde ich auch sehr gut. Kann man dann auch im Winter fahren. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich habe bisher nur in einem EP-Fan 95, Grüße gehen raus, wenn du das hier siehst, habe ich gesehen, dass er einmal richtig nass geworden ist. Keine Ahnung, vielleicht einfach ungünstig gesessen oder ungünstiges Boot erwischt. Aber wie gesagt, an der Coaster Portion kann man nicht viel aussetzen. Es ist halt einfach eine Familienachterbahn, keine großartigen Kräfte oder so, aber smooth, schlägt nicht, eigentlich alles komplett fein und man wird halt nicht großartig nass, was sehr gut ist. Und dann fährt man ganz gechillt über diesen See, hat einen schönen Blick nochmal auf die Fassade, auf alles, was einen umgibt und fährt dann wieder rein und steigt dann eben in der Hafenstadt wieder aus. Und das war's dann letztendlich. Eine mega coole Experience von der Fahrt her und so weiter. Die einzigen Sachen, die ich mir noch wünschen würde, ist entweder eine etwas, ja, direktere Pre-Show, muss aber nicht unbedingt sein, was aber auf jeden Fall noch cooler wäre, wenn man einfach den Dark Ride Part erweitern könnte. Also, und sei es nur ein zusätzlicher Raum, wo man einfach in der Dunkelheit durch die Gegend fährt und halt irgendwie was Gruseliges mit dem Sounddesign gemacht wird. Das hat schon so gut bei den beiden anderen Räumen funktioniert. Ich glaube, wenn man vielleicht noch länger das gemacht hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen alt geworden, aber ein zusätzlicher Raum hätte nochmal richtig, richtig Atmosphäre rausgeholt. Vielleicht eine Szene, in der man wieder mit irgendeiner Projektion oder so, halt auch im dichten Nebel nochmal irgendwie Teile vom fliegenden Holländer in der Ferne sieht oder sowas. Das wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall möglich gewesen, aber beim Bau hatten sie halt dafür nicht mehr das Budget. Ich habe auch mal gehört, dass der Dark Ride Part auch länger sein sollte. Am Ende kam einfach das begrenzte Budget in den Weg. Aber ansonsten ist es wirklich meiner Meinung nach einfach so genial, weil es erstens halt ein Hammer Dark Ride mit einer Hammer-Atmosphäre erschafft, ohne Animatronics. Also soweit ich weiß, gibt es keine einzige Animatronic in diesem Ride, was halt oft bei Dark Rides die Kosten in die Höhe treibt. Und trotzdem, es ist mega atmosphärisch. Man hat einen schönen Payoff am Ende, halt mit der Achterbahn-Portion. Klar, das ist immer so ein bisschen gecheatet, wenn man einfach am Ende von einem Dark Ride irgendwas noch Frilliges hinterpackt. Aber ey, es funktioniert ja. Und es hat mich begeistert, schon damals. Und das war, obwohl ich bei meinem ersten Besuch tatsächlich ein bisschen Efteling-Hater geworden bin, weil es war halt komplett voll. Ich musste für alles irgendwie eine Stunde warten, habe nicht mal alles geschafft. Ich werde auf jeden Fall, also fast auf jeden Fall,
Bestimmt werde ich dieses Jahr nochmal zurückgehen mit ein paar Freunden und da ein paar Sachen abhaken. In den Semesterferien, wenn keine Sommerferien sind, unter der Woche dürfte es dann doch relativ leer sein. Aber was meint ihr? Seid ihr den fliegenden Holländer schon gefahren oder wollt ihr ihn jetzt fahren? Was haltet ihr davon, was ich euch erzählt habe und von diesem Stil an Videos? Ich weiß nicht, ob das jetzt sowas Neues wird, wo ich die ganze Zeit über Achterbahn rede. Ich wollte jetzt spezifisch mal über den fliegenden Holländer reden, weil ich den einfach genial finde. Keine Ahnung. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!